Show. Sag doch mal, Gernot, warum geben die Banken das billige Geld nicht einfach an uns Kunden weiter? Oder anders gefragt, was haben wir denen getan? Ach, Welke, die Banken meinen es doch nur gut. Die wissen, dass wir nicht mit Geld umgehen können, dass wir leider sehr, sehr doof sind. Hier, diese freundliche Eierbirne, das ist der Herr Blessing, der Chef der Commerzbank. Der sagt, niedrige Dispozinsen sind gefährlich, weil, Zitat, je billiger das Geld, desto höher verschulden sich die Verbraucher. Der Dispozins soll bewusst auch ein Anreiz sein, das Konto nicht langfristig zu überziehen. Anreiz! Schieb dir deinen Anreiz mit Anlauf in den... Gernot? Ach, ist doch wahr! Ausgerechnet die Commerzbank, die ist neulich noch mit Steuerkohle gerettet worden. Ich hab die gerettet! Und als Dankeschön will Häuptling Klötengesicht mich jetzt erziehen? Ich finde, wir machen das Problem jetzt ein bisschen zu sehr am Herrn Blessing fest. Das macht ja nicht nur die Commerzbank, Gernot, mit dem Dispo. Einerseits ja, andererseits halt die Fresse! Die Commerzbank ist die einzige Bank, die ständig in Werbespots behauptet, sie hätte aus der Krise gelernt. Hier! Woran liegt es, dass man den Banken nicht mehr vertraut? Braucht Deutschland noch eine Bank, die einfach so weitermacht? Oder brauchen wir eine Bank, die nicht nur an sich denkt? Commerzbank. Ja, aber das ist doch schön, dass die an meiner Seite sind. Die sind aber nicht an ihrer... Oh, hier, ich hab mal eine neue, ehrliche Fassung gedreht. Woran liegt es, dass mir immer die kalte Kotze hochkommt, wenn ich an Banken denke? Vielleicht daran, dass die neulich noch die ganze Welt ins Klo gespült haben mit ihrer verschissenen Zockerei. Und jetzt, 3 Minuten später, Wucherzinsen kassieren, als wäre nichts gewesen. Da könnte ich schon wieder ausrasten. Oh, Scheiße!